Herzlich willkommen zur Herzogenrather Passionspredigtreihe. Wir feiern Gottesdienst weiterhin unter Corona-Bedingungen und mit einer verkürzten Liturgie und ohne Gemeindegesang. Heinz Dickmeis an der Orgel wird jeweils die erste Strophe der angezeigten Lieder singen und uns mit seinem Orgelspiel erfreuen. Wir feiern Gottesdienst am Vorabend des 5. Sonntages der Passionszeit. Dieser heißt Judica. Es geht um die Rechtssuche und die Rechtsdurchsetzung in Verfolgung und Bedrängnis. In der Predigt steht diesmal eine Frau, genauer gesagt eine Magd, im Mittelpunkt. Ihr Name ist nicht überliefert. Ich begrüße Sie und euch mit dem Wochenspruch aus Matthäus 20, Vers 28. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Beweinen wir unsere Sünde mit dem ersten Lied, O Mensch, beweine deine Sünde groß. Die erste Strophe, wie gesagt, hören wir von Heinz, die zweite, beten wir dann gemeinsam. Gottes Wort so helle scheint. Tag, Nacht, danach nun streben. Die Lieb erzeigen jedermann, die Christus hat uns in uns getan, mit seinem Leiden sterben. O Menschenkind, betracht das Recht, wie Gottes Zorn die Sünde schlägt. Tu dich davor bewahren. Gott, schaffe mir Recht und führe meine Sache wider das unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten.
Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. Dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten. Allwissender Gott, wir ängstigen uns vor der Zukunft. Wir lernen viel über unsere Umgebung und wissen so viel und meinen dadurch alles unter Kontrolle zu haben. Trotzdem werden wir unruhig und ungeduldig. Wir schaffen es nicht, uns leiden zu lassen. Wir schaffen es nicht, geduldig auszuharren und uns dir ganz in die Hände zu geben. Dabei kannst nur du uns führen. Dabei kannst nur du unser Herz beruhigen und unsere Seele erfreuen. Dabei kannst nur du uns Recht verschaffen, weil du uns kennst und liebst und stärkst. Herr, erbarme dich. Amen. Beim nächsten Lied hören wir wieder von Heinz die erste Strophe gesungen. Und die weiteren Strophen 2, 4 und 5 werden wir jeweils mit einem Orgelzwischenspiel gemeinsam üben. Bitten, dass auf unserer Fahrt Friede unsere Herzen und die Welt bewahrt. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Loben, Leben aus dem Licht, streng ist seine Güte, gnädig sein Gericht. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Die Erde jagt uns auf den Abgrund zu, doch der Himmel fragt uns, warum zweifelst du? Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen, ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen.
sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, immer mal wieder passiert mir Folgendes im Unterricht. Mal spricht ein Junge, ein anderes Mal ist es ein Mädchen. Laut genug, dass ich es nicht überhören kann. Der Alexander, der benutzt sein Handy. Und was nun? Die Klassenregeln hatte ich doch mit den Schülern im Vorfeld mehrfach und ausführlich besprochen. Das Handy wird nur dann benutzt, wenn ich es ausdrücklich erlaube. Ich finde, dass dieses Spielzeug die Schüler zu sehr ablenkt. Manchmal entschuldigt sich dann der Schüler. Ich wollte doch nur die Uhrzeit wissen. Und ich bin sogar geneigt, das nicht nur als dumme Ausrede zu halten, denn tatsächlich nehmen meine Schüler reflexartig gefühlt alle 5 Minuten ihr Handy in die Hand, um mal kurz da drauf zu schauen. Klar, in jedem Klassenraum gibt es eine analoge Uhr. Und für Rechenaufgaben, da soll im Übrigen der Taschenrechner benutzt werden. Nicht, weil ich auch der Taschenrechner auf dem Handy gut wäre, aber in der Klassenarbeit muss ja auch nur mal der Taschenrechner benutzt werden. Und das dann mal zu üben, schadet ja nicht. Naja, sei es drum. Die Regel ist also klar. Was also tun? Alexander verstößt gegen diese Regel. Dieser Regelverstoß muss nun auch in irgendeiner Weise ja auch Folgen haben. Sonst könnte ich mir das ja mit den Regeln schenken. Aber ich hatte ja Alexander gar nicht gesehen, sondern ein anderer Mitschüler. Und wenn ich Alexander gesehen hätte, dann hätte ich es ja vielleicht auch übersehen und wäre vielleicht drüber hinweggegangen. Aber nun steht dieser verhängnisvolle Satz im Raum. Der Alexander benutzt sein Handy. Also was mache ich nun damit? Ignorieren geht nicht. Ich muss mir etwas einfallen lassen, sowohl für den Angeschwärzten, wie auch für den, der gepetzt hat. Aber was veranlasst einen Schüler oder eine Schülerin eigentlich dazu, seinen Mitschüler zu verpetzen, anzuschwärzen, zu verraten? Da ich solche und ähnliche Situationen doch öfter als nur einmal im Schuljahr erlebe, mache ich mir auch in regelmäßigen Abständen Gedanken darüber. Neuerdings heißt der Satz im Übrigen, die Maria trägt nicht ihre Maske. Das Thema Verraten, Anschwärzen, ist aber keine Ausgeburt der Neuzeit. Es hat nichts mit Corona und auch nichts mit Handys zu tun. Es ist ein uraltes Thema. Hören wir, was im Markus-Evangelium Kapitel 14, Vers 66 und folgende steht. Und Petrus war unten im Hof. Da kam einer von den Mägden des hohen Priesters. Und als sie Petrus sah, wie er sich wärmte, schaute sie ihn an und sprach, du warst auch mit dem Jesus von Nazareth. Er leugnete aber und sprach, ich weiß nicht und verstehe nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof und der Hahn krähte. Und die Magd sah ihn und fing abermals an, denen zu sagen, die dabei standen, dieser ist einer von denen. Und er leugnete abermals. Die Magd ohne Namen sieht Petrus zufällig und sie erkennt ihn. Sie schaut ihn an und sie spricht ihn an. Sie ruft mich, sie schreit mich. Sie bezieht beim ersten Mal auch keinen anderen mit ein. Es ist quasi ein Zweiergespräch. Sie stellt keine Frage, sie macht eine Aussage, die obendrein ja sogar richtig ist. Nüchtern betrachtet ist es die reine Wahrheit, die sie ausspricht. Und sie konfrontiert Petrus damit. Ob sie eine gewisse Reaktion provozieren wollte, bleibt offen. Aber es bleibt nicht bei dieser ersten Begegnung. Ein zweites Mal sieht die Magd des hohen Priesters wieder Petrus und jetzt spricht sie ihn nicht persönlich an. Sie teilt diesmal ihr Wissen
mit den Menschen, die sich sonst noch in dem Vorhof aufhalten. Sie spricht in die Runde hinein und wieder frage ich mich, ob sie mit Absicht eine Reaktion heraufbeschwören möchte und welche Reaktion sie überhaupt erwartet hat. Petrus, so merken wir, fühlt sich ertappt. Er leugnet. Ich weiß nicht, was du meinst. Nachher wissen wir, dass er sich dafür schämt, ja, er weint. Aber seine Angst ist völlig begründet. Jesus ist gerade verhaftet worden. Ihm und den anderen Jüngern könnte dasselbe drohen. Alle sind sie in Lebensgefahr. Was, so frage ich mich, hat die Magd des Hohen Priesters angetrieben, solche Worte auszusprechen und nicht locker zu lassen? Ist es Boshaftigkeit oder Profilierungssucht? Es könnte auch Neugierde und ehrliches Interesse sein. War sie sich der Sprengkraft ihrer Worte bewusst oder nicht? Wollte sie Petrus in Schwierigkeiten bringen, ja vielleicht sogar in Lebensgefahr? Ganz sicher hat sie von Jesus von Nazareth gehört. Im Umfeld des Hohen Priesters ist bestimmt viel über ihn gesprochen worden. Auch und besonders über die Gefahr, die von diesem Prediger aus Nazareth ausgeht. Über seine Gefangennahme und auch darüber, dass man diesem Gotteslästerer den Prozess machen möchte. Den Tod hat er mehr als verdient, sagt der Hohepriester. Dieser falsche Rabbiner nennt sich Gottessohn, König der Juden. Er will den Tempel abbrechen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Welch ein Größenwahnsinniger. Aber die Magd hat sicher nicht nur viel gehört. Sie kennt den Jünger Petrus. Sie muss ihn also gesehen haben. Und sie erkennt ihn wieder. Entweder ist dieser Petrus, von dem wir ja in der letzten Predigt so Interessantes gehört haben, ein solch beeindruckender Kerl, den man nur einmal sehen muss und dann nie wieder vergisst. Oder die Magd hat die Jüngerinnen und Jünger, die sich um Jesus geschart haben, öfter als nur einmal gesehen. Jesus mit seinen Anhängern hat vermutlich für viel Aufsehen gesorgt damals in Jerusalem. Er war in aller Munde. Was für ein Spektakel! Auf einem Esel reitet der König der Juden in Jerusalem ein. Mit Palmwedeln wird er begrüßt. Man jubelt ihm zu und ruft Hosianna. Jesus Christ, Superstar. Jesus Christus war, so stelle ich es mir jedenfalls vor, berühmt und populär. Die Magd des Hohen Priesters war vielleicht auch beim Einzug in Jerusalem dabei. Vielleicht hat sie auch mitgejubelt und die Jünger dort gesehen. Und nachher hat sie bestimmt davon berichtet. In den Bann gezogen von Jesus, dem Rabbiner, der aus Nazareth kommt und der einen Zauber in seiner Stimme hat und eine Wärme in seinen Worten und einen Charme in seiner Botschaft, wie es in einer Liedstrophe heißt. Neugierig auf diesen Menschen, der sagt, sein Reich ist nicht von dieser Welt. Oder sie hat Bericht erstattet, ihrem Herrn treu ergeben, quasi wie eine Spionin, ist auch sie der Meinung, dass dieser Jesus ein Hochstapler ist. Er lästert Gott, er wiegelt das Volk auf. Das ist gefährlich. Die römische Besatzungsmacht wird nicht mehr länger tatenlos zusehen. Dieser Jesus gehört eingesperrt, am besten getötet, bevor das ganze Volk der Juden noch den harten Arm der Römer spüren muss. Die Magd des Hohen Priesters, eine Sklavin im Dienste ihres Herrn oder selbst angezogen von der Botschaft dieses Predigers. Vielleicht aber auch irgendwas dazwischen. Wie auch immer, auf Gemälden ist sie dargestellt mit dem ausgestreckten Zeigefinger. Trotzdem, die Magd spricht die Wahrheit aus. Und diese eigentlich harmlosen Worte, und du warst auch mit dem Jesus von Nazareth, haben die Macht, in diesem Fall Petrus, in riesengroße Bedrängnis zu bringen.
Die Magd hat Petrus wiedererkannt. Wissen ist Macht, sagt man. Die Magd, die sonst nur dient, erliegt der Versuchung, diese Macht auszuprobieren. Ob sie es bewusst oder unbewusst tut, das kann ich nicht sagen. Vielleicht denkt sie auch, dass sie das Recht, ja vielleicht sogar die Pflicht hat, in die Öffentlichkeit hineinzusprechen, statt zu schweigen. Ein Blick, ein Wort. Was wäre angeraten gewesen in so einer Situation? Still sein. Schweigen. Und einmal nur nachdenken, was man mit seinen ausgesprochenen Worten anrichten könnte. Einmal sich in den anderen hineinversetzen und überlegen, ob man die möglichen Folgen absehen und verantworten. Das Gute ist manchmal genauso einfach, wie das Böse banal ist. Nur weil ich jemand unter Druck setzen kann, muss ich es noch längst nicht machen. Nur weil ich die Macht durch einen kleinen Wissensvorsprung besitze, muss ich sie noch lange nicht dazu benutzen, andere zu unterdrücken, zu bedrängen und in Not zu stürzen. Petzen, verraten. Anschwärzen, denunzieren. Egal, ob gewollt oder ungewollt, erst das Gehirn einschalten, dann sprechen. Steckt nicht in jedem von uns ein Stück dieser Magd? Haben wir nicht alle schon mal Worte ausgesprochen, die wir am liebsten wieder sofort eingefangen hätten? Wer von uns hat nicht schon mal mit unbedachten Sätzen vorlaut andere in große Schwierigkeiten gebracht und verletzt? Mir fällt ein Sprichwort ein. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Davon können wir uns in manchen Situationen sicherlich eine Scheibe abschneiden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Herzliebster Jesu, unter der Nummer 81 beten wir das nächste Lied. Wir hören wieder die erste Strophe gesungen und die Strophen 4 und 6 beten wir dann mit Orgel zwischen. Diese Strafe. Der gute Hirte leidet für die Schafe. Die Schuld bezahlt der Herr, der Gerechte für seine Knechte. Die dich gebracht auf diese Marterstraße. Ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden, und du musst leiden. Erweise deine Nähe, wo nichts und niemand mehr nahe ist, wo es nichts mehr zu hoffen gibt, wo Lebensgerüste zerfallen. Erweise deine Nähe, wo das Elend zu groß ist, um es zu begreifen, wo das Dunkel ohne Widerspruch regiert, wo die tiefe Nacht alle Gewissheiten raubt. Erweise deine Nähe, wo der Tod den Abschied von allem fordert und Menschen zwingt, sich selbst zu verlassen. Erweise deine Nähe, wo Menschen selbstlos lieben und das Gute tun, ohne es sich anrechnen oder sich besser als andere zu fühlen, weil sie dir alleine in sich Raum geben. Erweise deine Nähe, wo du fern bist bei denen, die sich selbst überheben, die andere dem eigenen Vorteil opfern, die keine Gnade und keine Vergebung kennen, die Menschen mit ihren Worten unter Druck setzen. Verborgener Gott, du fehlst uns und wir ahnen doch, dass du uns näher bist, als wir es fassen,
näher als wir uns selbst, so werden wir still vor dir. Aber ich weiß, dass der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. So beten wir, wie Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht in diesen Abend und in die kommende Woche. Geht mit dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Zum Schluss das Lied Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt, unter der Nummer 98. Wir hören wieder die erste Strophe und beten dann die zwei weiteren Strophen mit Orgelzwischenspiel. Wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab. Jesus ist tot, wie sollte er noch fliehen? Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. Stein verloren, Gottes Samenkorn, unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn. Hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien, Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. Einmal auch für Brot für die Welt
und zum Zweiten für die Wahlkreise Diakonie Hasselbach. Hierzu heißt es: Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung bei der Diakonie Kosova. Anerkennung und Wertschätzung durch einen Arbeitsplatz auf dem Bauernhof. Durch die Corona-Pandemie hat sich die Situation der Menschen mit Behinderung in einem der ärmsten Staaten Europas noch weiter verschlechtert. Die Arbeitslosigkeit ist angestiegen und für Menschen mit Behinderung gibt es gar keine Arbeitsmöglichkeiten mehr. Bauernhof der Diakonie in Mitrovica, Kosovo, bietet Menschen mit Behinderungen Arbeitsplätze in einem geschützten Rahmen an. Auf dem Hof gibt es Ziegen und Hühner. Es wird Ziegenkäse hergestellt, Obst und Gemüse angebaut. Der Staat unterstützt diese Arbeit leider nicht. Aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen finden Präsenztreffen der Gruppen und Kreise leider nicht statt. Bei der Flüchtlingsberatung können telefonisch Termine verabredet werden. Unser Gemeindebüro hat keine Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr, ist aber zu den gewohnten Zeiten telefonisch und per Mail zu erreichen. Die Kleiderstube ist im Gemeindezentrum Merzstein seit dem 2. März geöffnet und gibt Kleidung aus für alle Interessenten, die ihre Wünsche per Telefon anmelden. Donnerstagnachmittags, jeweils in der Zeit von 14 bis 17 Uhr. Seit dem 14. März, Februar bis einschließlich 1. April finden die Gottesdienste in Merzstein im Gemeindezentrum statt. Wir bieten über unseren YouTube-Kanal Möglichkeiten zur Teilhabe an den Gottesdiensten, Gottes Wort für die Woche und den Wochenspruch. Ich lade zu folgenden Gottesdiensten ein. Am 23. März hier in der Markuskirche an einem Dienstag um 16.30 Uhr zum Konfirmandengottesdienst mit Pfarrer Leberecht. Am 25. März im Seniorenheim Archenohr um 14.30 Uhr ökumenischer Gottesdienst für Menschen mit und ohne Demenz, ebenfalls mit Pfarrer Leberecht. Am 27. März in der Markuskirche um 18 Uhr Gottesdienst in der Passionspredigtreihe, dann mit Pfarrer Frank Ungeraten und Pfarrer Leberecht. Und am 28. März am Sonntag in der Martin-Luther-Kirche bzw. im Gemeindezentrum um 9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Jochen Remi und im Lukas-Gemeindezentrum um 11 Uhr ebenfalls mit Pfarrer Jochen Remi. In unseren Gottesdiensten ist aufgrund der derzeitigen Corona-Lage das Tragen der FFP2-Maske oder einer medizinischen Maske verpflichtend. Wir wünschen Ihnen allen ein gesegnetes Wochenende, eine gute Zeit. Genau, dazu möchte ich Sie herzlich einladen. Das ein bisschen zu moderieren. Ja, gerne.